Hallo meine Freunde und willkommen zurück in Valheim. Wir drehen heute eine kleine Runde mit unseren Wölfladen, weil für was haben wir es uns züchtet, wenn wir es im Endeffekt nicht ausführen. Die müssen mal Gassi, das ist schon alles ganz abgepinkelt, shit, dass sogar das Gras schon wegbrennt, weil es so viele vom Fleck. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter spazieren. Was brauchen wir dazu oder was haben wir vor? Wir gehen einmal am Wald spazieren, wir werden hier mal eine Runde durch den Wald drehen, in den Dunkelwald abbiegen. Vielleicht auch ins Schneegebiet, wobei ich nicht weiß, wegen die Drachen ist vielleicht ein bisschen suboptimal, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir könnten aber auch nach Norden marschieren. Ist das hier dunkel? Warte mal, was ist dunkel? Weil das Dunkle, klarerweise. Nein, noch nicht. Wir könnten auch hier rauf gehen. Schauen mal um, was die machen. Wir könnten noch geschwind aber nachschauen, das wäre eine Idee. Schauen wir doch mal geschwind nach, was der erste Boss da oben braucht. Beschwören wir den, lassen wir mit den Wölfen kämpfen. Wobei wir wissen, was rauskommt dabei. Die Wölfe werden gewinnen, aber das macht ja nichts. Ich habe ja auch so einen Graben da gemacht. Den habe ich aber wegen was anderem gemacht, was nicht funktioniert hat. Ich hoffe halt, dass die Wölfe da nicht reinfliegen dann irgendwie. Was braucht das Teil da gar zum Beschwören? Sieht man das irgendwo? Die Köpfe brauchen wir, glaube ich, ja? Die Hirschköpfe. Mal schauen, ob wir Hirschköpfe haben. Gehen wir mal eine Runde spazieren. Gehen wir Gassi. Darauf gehen. Ja, das ist Wasser. Ich weiß nicht, da werden schon rüberkommen. Testen wir es einfach mal aus. Wir nehmen nicht alle mit. Wir nehmen 5, 10, sowas nehmen wir mit. Wir können ja nachproduzieren da oben, wie man sieht. In praktisch unendlicher Form. Das heißt, das ist jetzt alles, was wir machen. Ist auf jeden Fall nicht ganz so tragisch. Und wenn wir 10 mitnehmen, ich glaube, das reicht. Gibt es noch ein paar. Bleiben noch ein paar über. So, nehmen wir sich ein paar Hirschköpfe mit. Das weiß ich nämlich noch von damals, das war der Hirschkopf, das ist der Steinhirsch, neben dem Altar über dem Steinchen, wo Opfer meine Nachfahren oder irgend sowas steht dort, keine Ahnung. Hirschköpfchen, Hirschköpfchen, dann tun wir mal Base umbauen, da waren 2. Den Schaß wortwörtlich braucht man ja eigentlich eh für sonst nichts, dann nehmen wir die auch mit, so, passt, tut was. So, Wölfchen, gehen wir. Immer Gassi, meine Freunde. Frage ist jetzt da, ich muss, oder Frage ist nicht, ich muss die alle da jetzt rauskriegen. Normalerweise habe ich es mir so vorgestellt, wie dass ich es da einfach aufmache, ausgehe mit denen und dann fertig. Wenn wir aber geschwind noch schauen, haben wir noch irgendwas, haben wir noch Holz? Nein, wir haben kein Holz. Machen wir mal da auf. Machen wir schon durch, ja, da kommen sie schon drüber. So. Besser. Da kommen sie drüber. Da werden sie drüber kommen. Das kann man ja ein bisschen abäppen irgendwie so mit den Ebenen, glaube ich. So. Ja. Ja. Danke, Spiel. Ja, sollte gehen. Ein Holz. Tut. Schauen wir mal. Machen wir auf da. Kommt es jetzt mit? Geht das? Oh ja, die kommen eh. Machen wir ein. Und pfeifen mal aber mehr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, das wird jetzt ein bisschen gedrängelt da am Gang werden, aber schauen wir mal. Kommen die da jetzt durch irgendwie? Na, irgendwie kriegen sie es auf die Reihe. Lassen wir sich das mal. Sie sollen das mal mit sich selbst regeln. Folgt mir auch. Jetzt kommen da wieder alle raus, ne? Hey, verzieht's euch. Hallo. Das sind ein bisschen viele. Ja, startet sie mal los. Kommt sie auch? Ich hole einfach alle, die raus wollten und dann hole ich wieder alle, die rein wollen.
Nicht alle da jetzt. So, was haben wir hier? So, kommt's. Hopp, 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 hopp. Alle mit. Und wir gehen gleich in die Nacht rein. Das ist ja auch schön. So, wir haben alle. Los, Wölfchen. Geh mal. Macht's was. Komm. Ah. Euer Herrli wird angegriffen. Hilfe, Hilfe. Ah, ah, ah. Bam. 116 Damage. Cool. Wo geht's jetzt hin? Die fressen das ja auch und breeden jetzt, soweit ich weiß. Theoretisch sollten sie aber alle irgendwo bei mir bleiben dann. Gehen wir mal zu dem Boss da her. Schau mal, wo der spawnt. Ich hoffe, der spawnt jetzt nicht durch irgendeinen Fehler in meiner Base. Das wäre ein bisschen suboptimal, sag ich mal. So, Wolflein, kommt's. Mein Rudel. Meine Freunde. Wir haben ein Opfer dargebracht. Wo ist er? Hängt es wirklich da drin fest? Ich hab die Bosse. Kann ich nochmal beschwören? Das Problem ist, der Damage ist meine Wölfe. Ah, da kommt noch einer. Los, Angriff! Ja, also der ist schnell platt. Den da drüben. Der hat jetzt ein Problem da. Wir lassen den jetzt einfach mal. Das Problem ist, dass wenn der da drüben spawnt, ich dann im Endeffekt jetzt meine Wölfe kriegen ja Damage von dem. Wir könnten aber noch schön ein paar Mal drücken. Kann man da alles gleich reinhauen? Machen wir mal. Mal ein Stück weg. Der kommt eigentlich bis zu mir her, oder ist der auch eingesperrt? Nein, da geht sich aus. Hallo? Nein, jetzt fliegen die Wölfe da rein. Fuck! Okay, das Loch hätte ich da nicht graben sollen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, wieso ich da jetzt gemeint habe, ein Loch zu graben. Aber ich brauche da jetzt mal kurz eine Rampe. Wo kommen die jetzt darauf? Schafft es hier da raus? Geht das schon? Ja, da sind's. Sind ja gar nicht so blöd, wie es manchmal ausschaut. So, dann gehen wir weiter. Ab in den Dunkelwald. Natürlich, wenn wir Eik zwischen haben. Mit Eik zur Kraft. Gehen wir. Da ist ein Reh. Das kriegen sie wieder nicht, das weiß ich. Das ist zu blöd dafür. Das ist zu langsam. Da müsste ich auch nachrennen, dass die nachrennen. Oh, kriegst du sogar. Aber sie haben eigentlich eine urkleine Range. Muss man ehrlich sagen. Die sind da oben. Goblins! Na cool, mitkommen, Wolfies. Und das nicht mehr? Ja, das sind nicht mehr. Die nehmen die aber auch gut auseinander. Bist du deppert? Bist du fertig? Gehen wir mal durch den Wald spazieren. Oh, da. Ach, was Böses. Sollten wir auch mal ein Schwert, ein Schild anlegen, wenigstens. Hallo.
Ich möchte mal wissen, wie viele Wölfe ich da jetzt auf dem Weg irgendwo verliere. Geh mal einen Troll suchen. Ich weiß ja auch nicht, ob die irgendwann abreißen. Manche Wölfe sind ja schon schwerst, sag ich mal, beleidigt. Das heißt, wir gehen jetzt mal durch den Wald. Vielleicht finden wir da ein paar Wildschweinchen. Ich weiß nicht, ob die, wenn die hängen bleiben, irgendwo eine Max-Range haben, wo sie nicht mehr folgen. Da, esst was. Der zum Beispiel, da ist mir jetzt ein Rätsel. Warum rennt der jetzt da alleine rum? Jetzt folgt er mir wieder. Ich glaube wirklich, dass das Folgen irgendwann abreißt, wenn man zu weit weg ist. Wäre auch blöd, weil sonst hat es irgendwann mal ein sonst hat man dann vielleicht wirklich irgendwann mal ein portet mal weg und die rennen über den halben Kontinent. Kommt's mit? Ab. Aber so zum Probieren, ob die cool sind, ob die leibend sind, ob die cool sind, das finde ich das schon gut. Dadurch, dass wir in der Nacht unterwegs sind, müsste es bald hell werden. Ich glaube, ich hatte eigentlich am Anfang viel mehr, aber die werden. Die sterben ja nicht. Die muss man halt dann wieder einsammeln irgendwo. Ich glaube eigentlich fast, dass. Ja, darüber. Dass die jetzt irgendwo rumstehen werden und dann im Endeffekt eh nur warten einfach darauf, dass man es wieder einsammelt. Hey Gnomies! Angriff! Cool. Ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt hängen bleiben alle. Los, ihr findet irgendwas. Und da! Ja, alle! Das ist schon cool. Also so als Beschützerpatrouille sind die ja Weltklasse. Wo können wir noch hin? Irgendwo da rein. Mal schauen, dass die irgendwie eh nachkommen alle. Aber die schlängeln sich eh recht gut eigentlich rund um alles rum. Das ist alles hin. Kann ich jetzt noch immer nicht sagen, oder ob da jetzt ein paar Flöten gegangen sind. Macht nichts, solange wir ein paar mit haben, ist das schon cool. So. Rauf mit uns da und ab in den Dunkelwald. Wir suchen einen Troll. Der wird zwar mal ausholen, den Mords einer auf die Batterie geben. Aber auch nicht tragisch. Sollte auch bald wieder hell werden jetzt, glaube ich. Warum wäre sogar Schneegebiet? Aber ihr seid sehr lästig mit Angejolle. Wo kann man da jetzt hingehen mit euch am blödesten? Tschüss. Da rennen wieder Gnome rum überall. Mach ich auch immer wieder. Wenn die aber nicht bald Schweinchen oder so kriegen, glaube ich, werden die ein bisschen verhungern. Ich hätte Essen mitnehmen sollen für die. Auch wieder welche. Ah, werden schon aushalten. Da, kriegt's wohl das Fleisch.
So, das braucht alles auch keiner. Ein paar davon sollten essen. Ja, sehr schön. Heilzeug, komm. Jetzt so ein 20er Stack Fleisch mitnehmen sollen, wäre cool gewesen. So, aua, wo findet man da irgendwo einen Troll? We need a Troll. Ihr bekämpft euch, ich bring alles um von euch. Der Mond geht unter, das heißt, wir haben jetzt bald Sonnenschein. Da haben wir noch jemanden. Irgendwie Vollgas One-Shot die meisten Tiere. Also Gegner. Nicht Tiere. Hey Odin! Ich hab Wölflein mit. Oh. Er mag mich nicht. Und Tag wird's. So, futtert's was? Meine Wolfies. Na, wirklich Babo an Bord. Das waren mehr. Bin mir ziemlich sicher. Das gehen wir mal ein paar Schritte her. So, hier. Und sammeln uns mal. Ja, das waren fix mehr, oder? Ja, sicher. Aber ich glaube, gestorben ist noch keiner. Ich glaube einfach, die sind teilweise irgendwo hängen blieben. Ist auch klar, wenn ich da querfeld einrenne. Sind aber noch immer genug, dass sie sich übereinander stapeln. So, wir hätten... Ah, das Ding hätten wir können. Scheiße. Wir hätten den zweiten Boss auch beschwören können. Der war ja auch da oben. Kacke, das habe ich jetzt nicht mit. Warte mal, was brauche ich für die Samen? Die Samen von den Typen braucht man. Haben die nicht eh schon irgendwas umgebracht, wo vielleicht ein Samen dabei war? Ne, das ist ein Auge. Dann gehen wir mal Samen farmen. Sagen wir so, wir rennen hier ja eh ein bisschen in der Gegend rum. Auf der Suche nach einem Troll. Den unendlichen Troll ist. Guck, guck. Nein, da wollen wir nicht runter. Er ist ein bisschen gar dicht. Wieso finde ich jetzt eigentlich keinen Troll, wenn ich jetzt unbedingt einen Troll will? Trolli! Wie kommt der hier drüber? Troll! Hallo! Der ist ja immer irgendwo, war immer einer. Das gibt's ja nicht, muss ja wo findbar sein. Ich finde die Wölfe wirklich cool. Sie sind extrem stark. Wie gesagt, das haben eh schon viele gemeint. Die werden sicher noch genervt werden. Aber bis sie sind die wirklich stark. Und es wäre cool, wenn man denen mehr Befehle geben könnte. So ein Shortcut für alle stehen bleiben. Wäre echt praktisch, weil manchmal will ich einfach nur stehen bleiben und nicht das Folgen bei Einzelnen deaktivieren. Da wird es nämlich blöd. Vielleicht sollte ich die mit dem Pfeil und Bogen erlegen, wenn ich sehe, damit die Wölfe was zum Essen haben. Wäre natürlich eine sehr coole Angelegenheit, wenn das gehen hat. Ich glaube, das werden immer weniger. Ich glaube, ich habe die Pets müssten wir auf der Karte anzeigen lassen können. Weil dann würde ich jetzt wenigstens sehen, wo die überall rumhängen. Puh.
kein Troll. Aber? Jetzt auch keiner. Ui, da gibt es noch Steine zum Abbauen. Oh, ein Spawner. Das ist sicher lustig. Es würde mich interessieren, ob die den Spawner auch angreifen. Wenn nämlich nicht, ist das eine noch bessere Möglichkeit zum Spawn-Camping. Da kommt's her. Zeigt's mal, was könnt's. Sehen Vollgas Essen hinaus, sollte eigentlich dann. Oh. Alter Samen, kein Platz im Inventar. Gelegt, wo ich das Hörtling kann her. Ich habe wohl den Samen. Okay, sie zerstört den Spawner. Aber nicht aktiv. So wie ich das gesehen habe, haben sie das eigentlich unabsichtlich, sagen wir mal, unabsichtlich gemacht. Drei von die Dinger. Weil das Problem war, dass sie daneben den töten wollten und im Endeffekt einfach den getroffen haben mit der AOE. Schauen wir weiter. Es gibt ja nicht, dass man da die ganze Zeit jetzt keinen Troll findet. Skelett haben sie gefunden. Das hört man auch immer am Sterben ja schon, was sie gefunden haben. Das ist jetzt ja auch cool. Sehe aber auch keinen. Da oben ist eine fette Bude. Was ist in der Bude? Blöd ist, wenn bei der Bude die Skelette erhöht sind. Das ist ein Schneegebietsbude, glaube ich, die lassen wir. Die Wölfe werden nicht erfrieren, das nicht, aber ich habe wirklich Angst, dass sie dann festhängen, wollen die ganze Zeit da rein und es geht aber nicht. Was sind wir denn da? Okay, der zweiten Boss brauchen wir noch ein bisschen. Jupp, da-dup-dup-dum. Da-dup-dup-dum. Jetzt mal hierher, so. Das Coole ist, die haben ja wirklich jetzt nicht so die Bomben-Range, das heißt, ich kann die eigentlich einstellen, wenn ich so stehen bleibe. Ah! Nein, Spawner tot. Die schieben mich weg. So. Ach, Spawner lebt noch. Kann ich greifen die den Spawner an, wenn keiner da ist? Nee. Ja, aber sie treffen ihn. Dürften eine kleine AOE haben. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie bis zum zweiten Boss kommen. Der ist aber etwas weit im Norden. Da muss ich jetzt hier runter und dann darüber und dann darauf. Prinzipiell ja möglich, sofern sie mir folgen. Alle. Ja, scheint noch so ziemlich. Zumindest habe ich noch keinen stehen gesehen irgendwo im Hintergrund, dass einer weg wäre. Aufgeschlicht hintereinander kommen sie daher, sehr gut. Ich finde es nur traurig, dass ich noch kein Ding gefunden habe. Ich hätte wirklich urgern ein. Los, macht's was! Kohle? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wurscht. Und genug Kohle. Da liegt so viel Klump rum. Mit die kann man gut farmen gehen, mit die. Muss man schon sagen. Also mit denen rumrennen, so mal gar irgendwie so von den Grauzwergen oder von Tieren was farmen. Das geht eigentlich sehr geil. Da findet man davon beschwören ja noch was.
Wenn das mit dem Beschwören geht, Leute, ich habe wirklich nicht nachgeschaut. Ich hoffe, dass das die drei waren, nur drei. Ich weiß, dass man die Samen zum Beschwören braucht. Ich weiß aber nicht, wie viel. Soll ich vier? Da oben sind wir schon. Schon wieder Odin. Was schaust du immer so? Er schaut sich da immer um, ob ich hier alles richtig mache oder so. Gibt's da noch so einen Samen her? Nee, mag er nicht. Einerseits ist es ja auch ein Problem, weil die alle so auf dem Fleck stehen. Weil man dann wirklich das Problem hat, dass wenn ein AOE kommt, das praktisch alle trifft. Hey, noch ein Troll. Na, ich hoffe, der killt da jetzt nicht alle. Schnell! Also Fleisch mitnehmen, wenn sowas macht, wäre immer eine gute Idee. Ich hab's verpeilt. Ich habe kein Fleisch mit. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht vor, die Wölfe jetzt lebend nach Hause zu bringen. Ist mir dann doch ein bisschen zu lästig. Da oben ist mein Haus, sehe ich gerade. Nein, das ist irgendwas. Spielsafe. Also ein Felsen. Mein Haus ist in der Nähe, auch nicht da. Okay, schauen wir mal, ob wir den beschwören können. Oder warten wir am Tag? Warten wir, dass Tag wird? Dass wir da ein bisschen mehr sehen dabei? Ich hätte wohl gerne essen geben, aber ich hab keins. Ich hab keins da. Und es wird auch nicht reichen, wahrscheinlich. Probieren wir es mal einfach. Haben wir hier? So, 7. Wo sammelst du dich, mein Freund? Da drüben. Zack, 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 bam! Haha, defeated! Das ist ja schnell gegangen. Nein, nehmen wir die Trophäe mit, weil wir schon da sind. Ja, das wurscht ist. Leute, das funktioniert super. Also die Wölfe sind der Oberburner. Wortwörtlich, jetzt werden sie gleich burnen, da muss ich jetzt reingehen, da. Und dann schönes Bild machen mit euch. Her sitzen. Danke. Na gut, Leute. Ihr habt es gesehen. Es funktioniert echt gut. Der frisst irgendwas dort. Das ist gut. Was immer der auch gegessen hat. Also Leute. Das funkt mit den Wölfen. Sie schieben einen praktisch durch die Welt. Ich wollte schon sagen, sie ziehen einen. Aber das ist ja kein Ziehen. Na, Wolf bleibt, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ah. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und Like, einen Kommentar. Würde mich total freuen, weil das ist für mich eine Unterstützung und hilft mir zu sehen, ob das passt, was ich mache. Ich hoffe es. Und ansonsten viel Spaß bei was auch immer und ciao.